Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind hier gerade ja auf unserem Luftschiff verreckt. Und zu uns, was macht Elizabeth? Sie verreckt im Feuer. Oder was macht sie da? Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Genau das war ja unsere Mission. Was ist denn das für eine Riesenflasche, Mann? Alter, diese 5 Liter Salzzeugs, oder was? Ah, hier sind wir rausgekommen, okay. Wir müssen so irgendwie wieder hier hochkommen. Ich glaube, dafür müssen wir irgendwie hier wieder zu dieser Skyline hinkommen. Kommen wir von hier aus hier hin? Nein. Müssen also rüber rennen, noch ein Stück. Komm, jetzt aber, ich will zur Skyline hin. Kann nicht so weit sein. Oh. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Komm, die Skyline ist nur 50 Meter da oben. Wir müssen jetzt echt extra wieder darüber rennen. Das ist behindert. Das hätten sie den Eingang ruhig ein bisschen schneller machen können. Und dass man hier wieder ganz hier rüber rennen muss. Auf geht's. Elizabeth, kommst du mit? Auf und ab ist Schub. Also wahrscheinlich auch weh einfach. Wieso kann ich denn da hinten hoch? Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Mal schauen, wieso ich hier hochspringen kann. Das interessiert mich jetzt mal. Was ist denn das hier? Ich dachte, ich kann hier aufs Dach raufspringen oder so. Das wäre cool gewesen. Aber anscheinend ist es nur so ein bisschen, man kann hier so ein bisschen hin und her abkürzen oder so. Was weiß ich. Ich kann da nicht mehr auf dem Dach da landen. Na gut, aber ich wollte ja nicht wieder auf dem Dach von dem Teil hier landen. Hops, darüber. Oh, ganz schön weit und knapp geflogen. Okay, aber wir müssen uns hier da drin irgendwie gleich so wieder um diesen Behinderten kümmern. Dieser Megamob da. Er sieht mich hier schon wieder, aber genau der hier. Mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen. Na komm, lass mich in Ruhe. Oh, das ist wieder ganz kritisch hier ein bisschen. Hey komm, das ist halt echt scheiße, dass der direkt da steht. Da muss ich ja fast den anderen Kerl erst rauslocken, damit ich hier gescheit gegen ihn ankomme. Und das Ding runterholen. Ja, das ist ihm schon 50 Mal gesagt. Okay, aber warte, wir können das Ding übernehmen, glaube ich, oder? Genau. Komm, stirb da oben. Der Kerl. Oh, da ist er schon wieder raus, verdammt. Komm, hilf mir nochmal. Du da oben musst sterben erstmal, so. Jetzt können wir dich auch aus der Gefecht setzen, glaube ich. Was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwas mit? Hey komm, du hast doch die Ecke durchgeballert, du Penner! Okay, jetzt könnten wir echt mal Salz gucken. Ah, hier ist Salz. Kann ich den jetzt gleich hochgehen mit trockener Bonko? Ich glaube nicht, der war immun gegen den Schmarrn, ja. Genau. Verdammt. Kurz noch Zug hier hinter. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Na, halt die Klappe einfach, so. Ich glaube ja, langsam kriegen wir es raus, wie wir die Kelle zerlegen kann. Oh Gott, braucht der lange, bis Scharfschützen gewinnt, hast du da am Arsch einfach. Hat er nicht noch irgendeine andere Kritzzone? Hinten am Rücken hat er seine Kritzzone dann, wenn der Kopf weg ist. Gut zu wissen. Maschinengewehr, nein, ich will echt kein Maschinengewehr nehmen. Ich wollte erstmal diese tolle Leiche durchsuchen. Ja. Das sind wieder Silver Eagles. Jetzt wirst du wieder Motor zerstören. Ich hätte normalerweise, wenn das so ein Elektro-Ding wäre, hätte ich. Na, wenn das nicht stylisch war, dieser Abgang. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. The Witch, ja, ich bin der Held, so sieht's aus. Aber ich kann hier sogar auf der Skyline nachladen, ey, bin ich geil. Aber warte, ich kann dich umdrehen, ich kann in die andere Richtung zurückfahren, oder? Nice one, und ich muss hier auch wieder gleich da runter. Und damit sollte ich eigentlich wieder da runter kommen. Hoffe ich zumindest. Oh Gott, ist das Ding niedrig. Ach nein, aber von da kann ich nicht runterspringen. Auf das Ding. Wo sind meine Fans? Da hinten sind sie. Okay, dann geht's mal auf dahin. Komm, da runter hier so.
War das Ding echt? Nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Es war unglaublich. Los, Elizabeth. Ich bin unglaublich, yay! Ach, das ist nur wieder ein Scharfschützengewehr. Ach, kacke. Okay, dann, also weiter. Irgendwie ist das trotzdem das Gefühl, ich bin hier auf der falschen Seite raus. Ach nee, das hier war die Tür, wo wir durch wollten. Genau, so war das. Hallo, Jungs, Kollegen. Lasst uns da reingehen. Denn da drin sollte es angeblich toll sein, sonst wäre die Tür da nicht. Jetzt würde uns mal nicht aussperren. In der Fabrik. Fitzroy will Blut sehen. Eins steht ihm fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Also entscheidet sich das Ganze schon am nächsten Tag. Oh, 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 oh. Ach, das sind unsere Leute hier. Wen umzingeln? Gott, ich dachte schon, was ist das für eine? Das ist auch so eine Widerstandskämpferin. Die haben alle so lustige Hüte auf, die Frauen hier, glaube ich, oder? Feuerhammer, so. Komm, hier, komm, den hier, so bitte. Das ist ja einer von uns, okay. So, dann machen wir den hier mal, Ratzeputze und Stumping. Verletze deiner Verbündete nicht, das ist kein Verbündeter. Zumindest ist es nur noch 2 Sekunden ein Verbündeter oder so. Sag ich doch. Oh, das geht. Ja, ich bin auch verschreckt. Meine Güte. Stell dich nicht so an, Mädel. Du hast uns nicht hergebracht. Du musst schon. Nein, das nicht, aber. Salze. Oh, sie haben einfach das Fink-Logo kaputt geschossen. Diese Schweine. Dann laden wir unser Scharfschützengewehr hier ein bisschen nach. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Ausrüstung, Stiefel, Tunnelblick. Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Was haben wir denn gerade dafür? Das ist so ein komischer Trade-off. Aktuell Stiefelumarmung des Vampirs. Nahkampf ist für deine Gesundheit. Oh, ach, das ist... Ja. Nee, nehmen wir einfach nur mit. Und rüsten nicht aus. Das ist gay. Und wie kommen wir da jetzt rein? Ah, da drüben ist wahrscheinlich das Ding noch im Takt sein. Oder es gibt immer einen intakten Aufzug. Aber immer nur einen. Ist nicht hinten raus. Egal. Weiter. Er hat immer noch seinen verwundeten Dings. Mal schauen, ob das noch zu irgendwas nützlich ist. Dieser verwundete Arm. Sonst, glaube ich, hätten sie das nicht gemacht. Dass die ihm hier den Arm total kaputt macht. Da gibt es Zeug, das habe ich noch nicht. Gold und Gott. Da kann ich mir jeden Scheiß hier holen. Lass mich hier nochmal aus. Wieso kann ich hier nicht durchklauen? Das wäre auch toll. Also voll die riesen Werkstatt. Also hier gibt es jeden Scheiß. Stellen die dann hier auch diese fetten Dinger her. Wie heißt es? Ach so, bringen die also Energie da rein. Okay, cool. Ob die hier dann auch diese füreinander geschaffen, genau, diese Teile herstellen. Fitzroy und Comstock. Alter, ich glaube, das da drin könnte echt ätzend werden. Wenn ich hier... Die machen Zielübungen hier! Wieso müssen... Lassen die Roboter Zielübungen machen? Mr. Lin, mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht, aber... Ich bin hier Märtyrer, ich darf hier alles. Hey, Herr Telefon. Hallo? Hallo? Ja? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Jo. Vorsicht auch, das wird irgendwie noch total eigenartig hier. Ich wette, jetzt sind die hier auch nicht mehr freundlich. Oder doch, noch sind sie's. Hör auf hier, komm.
Okay, das war jetzt irgendwie fällig. Also die Waffe gefällt mir jetzt irgendwie nicht mehr so. Die ist irgendwie total ungenau auf jede Entfernung irgendwie. Alter, wie man hier richtig sieht, dass mir noch voll der Kopf fehlt. Hart kaputt. Ja, überleg so, früher wurden solche Spiele einfach mehr Geld. Hart zensiert. Ja, Geld. Ich bräuchte zwar eher ein bisschen eine gescheite Waffe hier mal wieder. Ich hätte gerne mal mein Karabiner wieder. Der war irgendwie das coolste Teil. Ist hier hinten eigentlich was? Nein. Interessant einfach, dass das Ding hier auch einfach hier in der Luft in der Mitte rauskommt. Fast ein geiles Design, muss ich sagen. Wie gefällt mir das? Rückhalten, um Repetierer zu nehmen. Repetierer war welches Ding? Das Ding. Ja, der gefällt mir irgendwie auch besser. Leichen müssen. Silber Eagles. Ach, den hatte ich schon. Immer schon weiter erkunden. Hier können wir kaufen gehen, einkaufen gehen. Oder? Irgendwie, ja. Ich hoffe doch, das. Ja, das funktioniert sogar schon. Nice. Wie viel Gesundheit habe ich denn gerade? Ich bin nicht voll, genau. Dann nehmen wir uns das Ding mal mit. Und Munition für Karabiner haben wir voll. Repetierer-Munition, die haben wir jetzt auch voll. Und das haben wir voll, 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 voll. Nein, aber nicht voll. Munition für Präzisionsgewehr. Sehr schön. Jetzt können wir wieder so ein paar Dings zerlegen. Muss mal schauen, ob hier hinter noch irgendwas ist. Ich glaube, wir können hier vorbeigehen, oder? Alles, was tödlich ist. Verkaufsautomat für noch mehr Munition. Was? Magazinvergrößerung. Oh, okay, warte, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas Sinnvolles finden. Panzerfaust, okay, das habe ich gesagt, mache ich nicht. Pistole auch nicht. Gott, wieso immer nur für diese behinderte Dings hier? Feuerrad, die Feuerrate des Präzisionsgewehrs 100%. Wäre sicher nicht schlecht. Aber ich fände fast mehr Muni für das Ding besser. Verringert den Rückstoß des Karabiners. Schadensboost 2. Ah ja, jetzt kommen wir endlich zu diesen interessanten Sachen. Für Präzisionsgewehr Schadensboost. Nice. Und annehmen bitte. Maschinengewehr, okay, das benutze ich in letzter Zeit nicht. Schadensboost 1 für die Burst Gun. Okay, die habe ich gesagt, ist kacke. Ja, dann nehmen wir noch den weniger Rückstoß. Schadensboost für Revolver. Schneller nachladen, das ist alles nur Kacke, weniger Rückstoß. Okay, nehmen wir das. Ach, kann ich mir jetzt gerade nicht mehr leisten. Okay. Sonst ist hier noch gar nichts mehr, oder? Oder ist hier noch irgendwas Tolles? Das riecht hier eigentlich danach, dass wir ein bisschen Lockpicks rumliegen könnten oder sowas. Nein, selbst hier in der kleinen Ecke hier hinten nicht. Oh, ihr habt mich enttäuscht, Entwickler. Ihr Level-Designer-Entwickler-Dings da. Oh, wir haben hier wieder so ein tolles. Was haben wir jetzt? Nochmal neues Salz. Was gibt's diesmal? Tintenfisch. Release the Kraken! Oh, what? Oder nicht? Yay! Yay! Oh, what the fuck? Voll die riesen Pickel an der Hand. Okay, was können wir jetzt Neues? Undertow! Drücke, um Gegner vorzuspülen. Halten, um Gegner zu packen, loslassen und sie sich fortzuführen. Was für ein Ding? Ich hab das letzte Wort nicht verstanden. Gegner von dir wegzuschleudern, halte los, um Gegner zu ergreifen und deine Nähe zu zerren. Gegner in der Luft zu erleiden, größeren Schaden. Die hebt doch das Ding gar nicht in die Luft, oder nicht? Oder bin ich wieder doof? Nein, ich bin wahrscheinlich nur doof. Oh, hier wieder ganz viel Kohle. Nice one. Dann könnte man sich das andere Ding hier auch noch leisten. Oh, wir echt überall Geld finden. Okay, jetzt kommen wir. Wahrscheinlich wieder Haarnadel-Ding. Oh, Haarnadel-Schloss. Ich probier's mal. Wenn du hier sowieso alle Sachen hier mit der Haarnadel aufbekommst, wieso ist es nicht immer so? Aber jetzt haben wir nochmal einen Audiolog. Spielen wir das mal ab. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess. Was ist denn das für eine Psychotante? Und dann verbrennt ihre Leichen. Was? Wer? Fireman!
Ah, okay, okay, das ist wieder. Ja. Auf hier, so. Ich muss euch ziemlich munitionssparend hier leider töten. Oh, okay. Das ist irgendwie behindert. Ich mag euch nicht, Mann. Das ist halt immer scheiße. Na egal, ich hab doch mal jetzt meinen Schadensboost, ey, Mann. Das sollte. Okay, dann hätten wir den einen schon mal. Ich glaube, der eine ist gerade hier runtergekommen, oder nicht? Okay, warte, das Ding sollte aber gegen sich ziemlich gut sein. Warte, da unten geht's ja noch weiter. Ja, Salze, nice. Okay, gegen den ist es sogar mal richtig geil, das Teil. Halt die Fresse. Komm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was machst du denn hier schon wieder? Okay. Oh, ich war ja fast tot, jetzt sehe ich es erst. Tesla-Transformator, was bringt der? Ah, hier ist nochmal Salz, das ich nicht benutzen kann. Okay. Hat der Kerl da oben auf dem Luftschiff noch irgendwas Tolles? Die Feuerschutz, ey, ich geb dir gleich Feuerschutz. Da ist doch schon wieder einer. Gott, die halten schon inzwischen ganz viel aus, was soll das? Aber immerhin gibt es ein bisschen Gesundheit, wenn ich hier den auf die Fresse haue inzwischen. Das ist immer ein tolles Gimmick, muss ich sagen. Ah, okay. Hier müssen wir irgendwie da hochkommen. Eine Kapitulation! Ja, wieso auch, ne? Irgendwie muss ich gleich ein bisschen offensiver spielen, sonst. Wenn man ein bisschen offensiv auf die zurennt, dann tue ich mir mit den Headshots leichter. Hör auf, hier, komm. Oh, jetzt weiß ich ins Gras, ganz sicher. Ja. Scheiße. Mann, das ist kacke. Da muss ich noch dran arbeiten. Wir sind wieder in so einem Rausdings, wo man einfach irgendwo rauskommt. Wo zum Teufel sind wir schon wieder? Verkauft also mal. Ja, verkaufen wir mal ein bisschen live kurz. Und weil wir gerade dabei sind, Munition für irgendwas, was wir Munition verloren haben, wahrscheinlich auch. Repetierer, genau. Und für unser Scharfschützen-Ding. So, perfekt. Bin ich jetzt so auf der richtigen Seite? Wo zum Teufel bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier schon wieder? Irgendwie bin ich hier leicht verloren. Zeig dich! Ah, ist einfach ruhig. Was macht ihr denn hier auch? Oh, mehr Salze und Kaffee. Ja, wieso nicht ein kleines Kaffeekränzchen halten, wenn alles am Arsch ist? Hier unten ist ja fast lustiger. Oh, auch. Handyman, wieso ein Handyman ist auch noch. What the fuck, Alter. Euer Scheiße, weg, 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 weg. Was ist das für einer, ey? Euer! Geht gar nicht klar. Okay, das. Ich brauche irgendeine stärkere Waffe, die. Nee, das ist abartig. Okay, mal kurz gucken. Habe ich irgendwas, mit dem ich den hier tierisch auf den Sack gehen kann. Elektrozeug vielleicht. Okay, der scheint aber gegen alles immun zu sein. Oi, 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 oi. Na, dammit! Okay, der Kerl ist anscheinend echt heftig. Den machen wir jetzt noch platt. Den machen wir jetzt ganz sicher platt. Oh, der stand doch hier gerade noch neben mir. Ah, warte, das könnte natürlich wieder dazu führen, dass das despawned ist. Das wäre natürlich cool. Wofür bräuchte ich. Komm, ich hätte doch fast alle Munition weggeballert. Genauso sieht es aus. So. Handyman ist weg anscheinend.
Okay, das muss man sich fast merken, diesen Trick, dass die hier einfach despawnen, wenn... Oh ne, er ist einfach... Da ist er schon wieder. Bam. Bitte sehr. Perfekt getimed. Nein, überhaupt nicht perfekt getimed. Ich häng schon wieder fest wegen dir, Schlampe. Oh. Ich hab keine Ahnung, wie ich dich platt machen soll. Keine Ahnung. Ah, Kacke. Das ist einfach voll übertrieben. Okay, habe ich jetzt irgendeine Fähigkeit, die hier irgendwas bringt? Mein Wasserding bringt bei dem wahrscheinlich nichts. Aber hier, warte, erstmal wieder live kaufen, sonst ist gleich wieder allzu schnell kaputt. Okay, jetzt mach ich das echt über die Zurückballer-Methode. Hey, wie kommt's auf einmal darüber? Heuer, komm! Jetzt bist du total behindert, komm. Oh, ich bin halb tot sogar. Sehe ich es erst, aber ich habe gleich keine Munition mehr. Komm, ich bräuchte ein bisschen Life. Er schmeißt selbst seine eigenen Leute hier durch die Gegend. Bist du hier schon wieder hergekommen? Ja, gib mir Munition. Wie Gott! Oh, la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 l
Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg hier weiter. Aber ich glaube, bevor wir hier weitergehen zu, wo war das hin? Nach an Bord of the Sturdy Game. Machen wir mal noch mal eine klitzekleine Pause. Bis zum nächsten Mal.